Und wieder darf Österreich ein bisschen mehr aufatmen. Die Regierung wird heute weitere Öffnungsschritte verkünden. In diesen Momenten stimmt sie sich noch mit den Landeschefs und GemeindevertreterInnen ab. Gleich schalten wir dazu zu Fritz Dittelbacher, der für uns vor Ort berichtet. Vorher aber ein Überblick über die zu erwartenden Lockerungen. Seit einer Woche werden die möglichen nächsten Lockerungsschritte nun angekündigt. Heute sollen sie konkret werden. Das Tempo bei den weiteren Öffnungen hatte in der türkis-grünen Koalition zuletzt ja für gehörige Verstimmung gesorgt. Schließlich hat man sich aber darauf verständigt, dass alles noch viel schneller gehen kann. Der 10. Juni ist nun das Datum für den nächsten Schritt. Die jetzt gültigen Verordnungen wären ja erst am 17. Juni ausgelaufen. Auch wo sich was ändern soll, ist relativ klar. Bei der Maskenpflicht oder bei der Sperrstunde. Um 22 Uhr ist bald nicht mehr Schluss. Vizekanzler Kogler hat es diese Woche ja schon angekündigt. Etwa weil das Public Viewing bei der Fußball-EM nicht mitten im Match enden soll.